Ah, warum ist denn der Chat jetzt schief, Leute? Das gibt's doch nicht. Okay, also Stream ist schief. So, ihr Lieben, ich weiß nicht, warum ich hier so extrem überbeleuchtet bin. Das ist ja echt blöd, ne? Ach, mein Handy. Ah, ich glaube, ich sitze zu nah dran. Ach cool, so klappt das doch ganz gut. Zwei sind schon da. Wer ist denn alles im Chat? Schreibt mal einmal Hallo, wenn ihr Lust habt. Irgendwie bin ich zu überbelichtet. Ich muss Licht anmachen. Ich mach mal lieber Licht an irgendwie. Ach, ich sag's ja, mit diesen Ringlichtern, ne? Ich bin sofort wieder da. Hallo Jacqueline, ich mach mal Licht an. Vielleicht ist das angenehmer. Das ist ja in der Tat. Jo, gut, dann lassen wir es halt so. Weil das ist blöd, wenn das so überbelichtet ist. Hallo Jenny, hallo Sabrina, wie geht's euch, ihr Lieben? Habt ihr auf Insta gesehen? Ich habe bis eben noch im Bett gelegen. Heute war so ein blöder Tag, ne? Bei uns hat es nur geregnet. Also das fand ich irgendwie blöd. Ich habe mir jetzt mal ein Teechen gemacht und den genieße ich mit euch zusammen. Während des Videos. Hallo Britta. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Was habt ihr denn heute Schönes gemacht an diesem verregneten Tag? Beziehungsweise, wie war bei euch das Wetter? Hi, Sarah. Oh, wie schön, dass wieder ein paar Stück da sind. Da freue ich mich. Weiß gar nicht, haben wir schon 21 Uhr? Bei uns auch Regen und Sturm. Ja, also es ist nicht mehr schön, oder? Also, ich finde das Wetter total doof. Obwohl ich heute Morgen sogar eine... Hallo, Stefanie. Vitamin D-Tablette genommen habe, weil ich meine die ganze Zeit so, irgendwie stimmt da was nicht, ne? Wir haben eh zu wenig Sonnenstunden. Ich muss gerade mal hochscrollen. Bei uns war es auch blöd. Ja, also heute war echt blöd, ne? Ist gar nicht so meins. Naja, wir hoffen auf besseres Wetter. Ich bin auch, wir haben bei Bingo gewonnen. Oh, wie cool. Bingo, sag mir was. Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Das ist ja geil. Herzlichen Glückwunsch. Wie cool. Wisst ihr, wovon ich auch immer träume? Im Lotto zu gewinnen. Wisst ihr, was ich dann machen würde? Wirklich. Das sage ich immer wieder. Man hat ja so alles. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast Essen. Du hast Trinken. Man hat eigentlich alles. Aber ich würde so gerne ein Haus besitzen. Das wäre sowas von cool. Ach man, es ist so blöd, dass der live immer, der Dings extrem windig uns regeln mit Sturm, komm gerade aus der Arbeit. Hallo Lisa, hallo Birgit, hallo Lisa. Ah, guck mal, das ist so witzig. Ja, es ist echt total blöd, ne, mit dem Wetter, also es gefällt mir auch nicht. Ich würde sagen, ihr Lieben, bevor wir die ganze Zeit jetzt rumschnattern, habe meinem Mann geholfen mit Aquariumsaum machen, zum Beispiel halt Putztag. Ja, das ist auch keine schlechte Sache. Ich habe ja jeden Tag Putztag, also ich putze eigentlich jeden Tag, total bescheuert, aber... Also jetzt nicht den Boden oder so, aber ich habe da immer so einen Fimmel. Ich würde sagen, ihr Lieben, ich habe mir die Action-Tüte hier hingestellt. Ist egal, 23 Euro haben oder nicht haben. Vor allen Dingen, je nachdem, wie viel du eingesetzt hast, hast du wenigstens vielleicht einen Einsatz und ein paar Euro plus. Also ich finde das cool. Also herzlichen Glückwunsch. Man freut sich immer, oder? Auch wenn das nur so ein Mini-Gewinn ist. Aber es ist mal was anderes im Alltag, oder? Ihr Lieben, ich fange mal an. Ich habe mir hier alles zurechtgelegt. Sollen wir mit den Fressalien anfangen? Wie ich immer sage, heute war ein richtiger Gammeltag. Bei mir auch. Und deswegen, ich wollte eigentlich das Video drehen. Ich bin die ganze Zeit mit meinem Hintern nicht hochgekommen. Also wir haben schon alles gemacht. Ne, gefrühstückt, sauber gemacht, wieder gegessen, sauber gemacht. Gegessen halt, ne? Gegessen. 3 Euro haben wir ausgegeben. Ja, das hört sich doch cool an. Da habt ihr ein bisschen Gewinn gemacht auf jeden Fall. Oder vielleicht legst du die Hälfte weg und investierst dann, keine Ahnung, 10 Euro nochmal in Bingo. Und vielleicht klappt es ja irgendwann. Das wäre cool. War nicht auch letztens irgendwie, war doch Lotto voll hoch auf 44 Millionen. Boah, das ist schon ein Traum, oder? Ich weiß gar nicht, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Oh, das ist so typisch Lisa, ne? Von Höckchen auf Stöckchen. Und anschließend weiß sie nicht mehr, was sie vorher erzählt hat. Hm. Egal, irgendwas werde ich schon erzählt haben. Ihr könnt mich... Oh, ich auch. Ich könnte ja jede Woche hinfahren. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ne? Mit ich und Action. Es geht ja auch nicht mehr so. Es haben ja total viele. Also, ihr Lieben. Ach so, ich wollte fragen, ob wir mit den Fressalien anfangen. Machen wir jetzt auch. Der Sadi hat sich wieder was Schönes gekauft von Red Band.
Hallo Amina, ihr wisst ja, ich mag nicht so Saugsachen. Also ich mag das nicht gerne, das sind diese komischen, die kennt ihr ja vielleicht alle, die sauren Dinger da. Ich mag die ja nicht so ganz gern. Ich weiß auch gar nicht, ich habe einen Kassenbon hier liegen, mit Karte bezahlt, kann man ja hier nicht in die Kamera halten. Was kosten die Dinger denn? Ey, bis ich wieder alles rausgefunden habe, die kosten bestimmt nur 99 Cent oder so. Oh, ich weiß es nicht. Ist doch blöd, ne? Bis ich jetzt die Preise mal rausgefunden habe, ist das für euch bestimmt total langweilig. Die kosten bestimmt nicht mehr als 1 Euro oder so. Was hat denn hier 59 Cent gekostet? Oh, ich weiß es nicht. Ich muss immer mal wieder den Chat aufmachen. Ich weiß gar nicht. Live-Chat? Ich hoffe, das bleibt jetzt mal offen. Genau, ich liebe Action, das habe ich ja alles noch gesehen, ne? Das ploppt nämlich bei mir mal zu und dann sehe ich eure Kommentare nicht. Auf jeden Fall, die Red Band Dinger, die liebt er ja. Die musst ihr immer mitnehmen. Dann, vielleicht wissen das die meisten noch nicht, mein Mann ist ja Türke. Und die lieben ja, ich sag immer, hast du wieder dein Vogelfutter eingepackt? Die lieben ja Kerne. Aber ich sag euch mal was, die, ich habe ja Gewichtsprobleme. Es ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und mein Arzt hat mir auch gesagt, wenn du knabberst, sollst du lieber so Kerne knabbern. Aber ich komme gar nicht drauf klar. Ich kriege die Dinger nicht mal richtig auf. Und die lieben das ja. Und die knabbern das dann immer so. Und die sind, seht ihr, ich habe heute die Türe abgeschlossen. Da wollte gerade schon wieder einer rein. Wisst ihr, ich habe ja 2 Kinder. Und manchmal, die wollen halt auch gerne vor die Kamera. Die verstehen halt noch nicht. Das geht nicht. Ich denke mal so, oh, warum nicht? Aber ich habe die Türe abgeschlossen. Böse, böse Mama. Auf jeden Fall mag ich die total gerne und die kosten ja auch nur ein Apfel und ein Ei. Wisst ihr, was ich richtig gut finde? Ich habe auch gar nicht so viel gekauft. Ich schnatter jetzt zwar ganz, ganz viel, ihr kennt mich ja, aber ich habe was Schönes gekauft, das zeige ich euch gleich. Zeige ich erstmal was anderes. Und zwar habe ich gesehen, Ostern ist ja noch ein bisschen hin, aber ich habe hier so eine DIY, was steht denn drauf? So eine Girlande gefunden. Die hat gekostet 1,49 Euro für meine Kinder. Die können dann hier diese schöne Girlande machen. Und das sind halt dann unten die Hasen. Ich finde es voll süß. Hinten steht auch nochmal drauf. DIY. Und ich finde es total süß. Die sind so aus Holz. Hier unten sieht man das. Und ich finde mit Abstand, also Action hat immer voll die schönen Sachen. Zum Livestream wollte ich gerade sagen. Hallo Saneta. Zum Livestream. Zum Basteln. Ich finde, das ist sogar günstiger als beim Teddy. Also die haben ja eine riesen Bandbreite, sage ich mal, was an DIY-Sachen. Du kannst wirklich alles machen. Und ach, ich liebe den Laden einfach. Ich bin so, so froh, dass bei mir in der Nähe auch endlich einer aufgemacht hat und ich nicht immer so weit fahren muss, weil dann kann ich mir auch die Angebotssachen mal angucken oder euch auch. Wie gefallen denn euch eigentlich die Shorts? Es kommen mir jetzt total viele Shorts. Shorts sind die, heißt es vertikal, diese Hochkant-Videos, wo ich euch ja immer so ein paar Neuheiten zeige. Ich denke mir, viele haben vielleicht kein TikTok, deswegen habe ich es auch angefangen, hier auf YouTube hochzuladen, weil so bin ich am schnellsten mit euch in Kontakt, sage ich mal so. Guten Abend. Und ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee, das ein bisschen weiterzuführen. Die kommen ja auch von den Aufrufen her echt gut an. Und jetzt machen wir mit Action weiter. Mag eher deine normalen Videos. Ja, es ist natürlich was anderes, ne? Diese Shorts und deswegen, also ich bemühe mich immer, jede Woche wenigstens ein Video zu machen für euch. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe halt 2 Jobs und dies und das, ich will auch gar nicht meckern. Eigentlich sind ja mal 2 Videos geplant, diese Woche habt ihr gemerkt, kam jetzt nur 1, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe und ich mich nicht so doll unter Druck setzen möchte, weil dann macht es mir keinen Spaß mehr. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann finde ich, sollte man das auch vielleicht nicht machen. Aber wie gesagt, ein Video die Woche kommt auf jeden Fall immer. So, machen wir mal weiter. Das hat ja auch noch langweilige Sachen gehabt. Was heißt langweilig? Die sind halt da echt günstig, die Sachen. Der hat hier wieder ein Geschirrspülermaschinenreiniger gekauft. Was in Deutsch. Und zwar das hier. Das kostet bestimmt auch nicht viel. Das ist so blöd, ne? Bis ich jetzt die Preise, wie gesagt, hier alle rausgefunden habe. Das muss ja ein Doppelpack hier sein, ne? Muss ja eigentlich stehen, 2 Stück. Ne, Marmor-Look.
Hey, haben die da was falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, wenn ich es unbedingt wissen wollte, schreibt mir bei Instagram eine Mail. Aber ich denke mal, das wird jetzt relativ uninteressant sein. Aber man braucht es halt, ne? So Haushaltsartikel finde ich auch gut. Übrigens benutze ich immer den Badreiniger von denen. Den liebe ich. Dafür mag ich den Allzweckreiniger nicht. Boah, der hinterlässt auf meinen Sachen nur Streifen. Also den kann ich euch überhaupt gar nicht empfehlen. Dann für alle Männer, die gerne ihr Auto sauber machen. Mein Mann gehört auch dazu. Haben die hier immer so XXL oder steht XL drauf. Papierrollen, richtig cool. Also es ist echt, wie viel Platz sind denn da drauf? 100 Stück, dreilagig und ja, ultra strong steht. Oh, ich habe es mir gegen die Nase gedonnert. Jetzt würde ich eigentlich diesen Piep ein reinschneiden. Geht ja heute nicht. Auf jeden Fall hat er das immer im Auto und die sind richtig cool für im Auto. Weil das ist ja bestimmt das Doppelte oder Dreifache einer Küchenrolle. Dann habe ich noch ein paar Sachen gekauft und zwar... Wie gesagt, heute ist, wir haben Sachen nachgekauft. Ich habe nicht so viele Neuheiten, aber eine Sache habe ich hier liegen, die will ich euch zeigen. Diese Mülltüten, die mag ich total gerne. Jetzt redet sie über Mülltüten, man merkt, ich bin 30 plus. Aber die haben diesen, ich weiß, die haben auch alle einen Zugbeutel, aber ich mag die total gerne. Vor allen Dingen sind die schwarz. Ich will nicht immer, dass die Leute wissen, was in meinem Müll so rumliegt. Ich meine, da liegt ja nichts Spannendes rum. Aber es muss ja nicht sein, oder? Ihr seid so ruhig, ihr könnt ruhig was, wenn ihr möchtet, auch was kommentieren. Wo ist denn jetzt schon wieder der Chat? Ah doch, ich habe nichts verpasst. Gut. Dann habe ich mir meine große gekauft. Eine Haarbürste. Ich gehe mal davon aus, das wird jetzt nicht die allerbeste sein. Aber sie wollte halt eine eigene haben. Ich benutze eigentlich die von DM. Und zwar sind das die, die sehen auch so aus. Die haben aber Schweineborsten und Naturborsten so gemischt. Und die finde ich total gut. Damit kämme ich meine Haare auch immer. Aber ich könnte ja gerade mal durch meine gehen. Ja, es ist halt nichts Dolles, ne? Aber... Ich meine, für die Kinder, die freuen sich halt, ne, wenn die sowas Eigenes haben. Aber trotz alledem werde ich definitiv von DM wieder die Bürsten kaufen. Aber die hat gerade mal 98 Cent gekostet. Mein Gott, wenn sie kaputt ist, dann wird die einfach in den Müll geschmissen. Dann, oh ne, das ist echt wieder auch, das ist so... Ach, der Typ, ich sag dir, der muss das alles immer von da kaufen. Noch ein Maschinenreiniger, der ist aber uninteressant. Dann hat er sich geholt, das sind so Schnürsenkel, so wie, weit wie ich das verstanden habe, machst du das einfach irgendwie so, also der wird das machen. Das macht man irgendwie, waschelt man das da so ein und dann bleiben die, glaube ich, einfach so. Ich weiß gar nicht, für wen der das gekauft hat. Aber auf jeden Fall haben die immer voll die coolen Sachen. Und ihr habt bestimmt in meinem letzten Video gesehen, ich habe diese geile Tüte wieder. Also ich habe die nur einmal. Die haben ja jetzt 2000 Geschäfte, also 2000 Stores. Und die Tüte werde ich natürlich in Ehren halten. Ich als Action-Liebhaber. Und jetzt will ich euch was zeigen, was mir total gut gefällt. Weil ich habe, mein Schminktisch ist in derselben Marmorierung, sagt man glaube ich dazu. Das ist momentan immer noch im Angebot bis Mittwoch. Für 1 Euro, das muss ich euch sagen, für 1,89 Euro, da steht Marmorlook 16 Pfeffer. Pfeffer? Ach, Lisa, ey. Wir machen das jetzt auch mal zusammen auf. Ich habe es extra zugelassen. Das passt halt gut zu meinem Schminktisch. Ich überlege sowieso mit meinem Schminktisch mal was anderes zu machen, weil mir gefällt das so halt alles nicht. Aber das, da konnte ich nicht dran vorbeilaufen, das finde ich so schön. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, mögt ihr das auch gerne? Ich finde diesen Marmorlook einfach irgendwie toll. Ach, dann muss ich mal gucken. Das sieht schön aus. Ich habe halt, wie gesagt, so eine Folie, die ist auch vom Action gewesen. Und gefällt mir mega gut. Lege ich mal gleich hier an die Seite. Das war's auch schon wieder. Ich habe wirklich, ich habe diesmal nicht viel gekauft. Ich habe sage und schreibe einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ich habe gerade mal 15,43 Euro beim Action gelassen. Und ich habe auch, glaube ich, nichts vergessen. Es ist alles drauf. Ach doch, Energy hat der Herr sich noch gekauft. Soll er ja nicht, macht er aber immer. Gott, ich schnatterlese, ne? Ja, neue Weltrekorde, da müssen wir eigentlich mal drauf anstoßen. Was ich reinmachen will? Ja, das ist eine ganz gute Frage, meine Liebe. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber eventuell möchte ich hier meine Lieblingslippenstifte reinmachen. Ich muss aber sagen, dank Corona trage ich gar nicht mehr so viel Lippenstift. Ich habe sonst immer eigentlich täglich, also immer so ins Rot, die rötlichen Töne. Sagt man das so? Ja. Die rötlichen Töne an Lippenstift getragen. Und vielleicht werde ich hier oben... Was könnte man denn hier oben reinmachen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich zeige euch das mal eben.
Ich kann noch mal ein paar rausholen. Boah, finde es schön und muss ja auch keine Schminke. Ja, auch. Aber ich habe es mir jetzt echt für Schminke. Ach nee, ich sehe gerade, das wird nichts mit meinen Lippenstiften. Doch, man kann so. Warte, ich hole jetzt mal diese eine Schublade hier. Boah, da ist übrigens. Da ist übrigens, sind so meine Produkte drin, die ich jetzt nicht so aufgehoben habe. Oder hier habe ich auch noch. Ich will euch ja meine Schminksammlung auch noch abfilmen, aber nicht so. Das gefällt mir halt alles hier nicht so gut. Oder Nagellacke könnte man auch hier gut reinstellen. Ich muss mal gerade gucken. Das von der Größe. Oh ja, das passt. Oh ja, okay, das passt gut. Warte mal, ich bestücke das jetzt mal. Schmuck für Schmuck habe ich aber sowas. Guck mal. Ach Gott, mir tut der Arm so weh seit ein paar Wochen. Ich weiß nicht warum. Für Schmuck habe ich tatsächlich so Gläser. Aber könnte man natürlich auch machen. Das ist auch eine gute Idee. Ich habe das Glas und. Ich liebe ja diese Juwelkerze und dann habe ich das einfach ausgewaschen und das ist jetzt halt immer so da drin. Das mag ich auch total gerne. Ach, ich kann euch ja, nee, wie soll ich euch rüberschwenken? Das hätte ich euch mal rübergeschwenkt. Wie gesagt, das passt gut. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Ah, das sieht auch schick aus, ne? Oh, ich mag das so gerne. Das ist noch vom Essens-Adventskalender. Die Sachen passen da auf jeden Fall rein. Nee, das gefällt mir. Ich wusste es. Ich wusste es, ist runtergefallen. Was haben wir hier? Ein Eyeshadow, der könnte hier oben passen. Nee, da komme ich nicht mehr dran. Wartet mal. Ich habe das jetzt mal. Guck mal, die Nagellacke, die passen so ganz gut da rein, dass man sie auch reiten kann. Weil ich denke, meine Lippenstifte, übrigens habe ich früher immer voll gerne die benutzt von Manhattan. Ich sage immer Manhattan oder Manhattan nicht. Und das ist aber so ein, die riechen auch gut. Das ist so ein glänzender. Ich mag aber gerne die, die trocknen. Ich die denn? Ich habe die, wie gesagt, teils schon alle aufgebraucht. Schade. Ich glaube, ich habe davon gar keinen mehr. Oh, was ich aber auch gesehen habe, wollte ich euch auch noch mal zeigen. Der hier, der ist diese Aqua Ink Lip Liner. Catrice hat er jetzt momentan haut raus. Den habe ich auch mal in einem Video getestet. Das Video ist eigentlich total bescheuert. Ist auch schon ein paar Jährchen, glaube ich, her. Weil man lernt ja in den Videos immer dazu. Man wird immer professioneller, sage ich jetzt mal so. Du musst das alles aus dem Glas rauskippen, wenn du das... Ja, das stimmt. Das ist der... Ja, da hast du recht. Das ist ein Kritikpunkt. Das stimmt. Guten Abend, Lisa. Hallo, Ulrike. Das stimmt. Das ist halt ein bisschen blöd. Das, ja, muss ich immer alles rauskippen. Da hast du schon recht. Meine Mutter hat aber zu Weihnachten bekommen. Das will ich euch auch noch mal eben erzählen. Das ist so ein... ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Das ist so ein Spiegel. In diesem Spiegel, den klappst du so auf. Das will ich mir auch noch holen. Nur ich weiß halt immer... Ich will mir die Bude nicht so vorstellen. Ich kann das nicht leiden. Ich hätte hier vorne noch Platz, aber da stehen halt immer die Wäscheständer. Das ist halt echt blöd. Deswegen sage ich immer, wenn ich im Lotto gewinnen würde, will ich ein Haus. Ohne Scheiß. Ich würde mir im Dachspeicher, auf dem Dachboden, alles einrichten für YouTube. Boah, das wäre sowas von cool. Da hat noch einer geschrieben. Moment, ich muss mal gucken. Ah, da, Andrea. Guten Abend, Lisa. Guten Abend, Andrea. Das ist halt immer so mein Traum, ob der jemals in Erfüllung geht. Ist aber wurscht. Auf jeden Fall müsst ihr euch das Video mal angucken. Aber wundert euch nicht. Wie gesagt, das war einfach so dahergefilmt. Ja, schade. Ich habe davon den Matten nicht mehr. Oder ich habe ihn woanders. Kann natürlich auch sein, ne? Aber es ist egal. Aber auf jeden Fall, was ich euch sagen möchte. Das wird, glaube ich, nichts. Das ist nicht tief genug. Das ist natürlich blöd. Da muss ich halt mal gucken, was ich daraus mache. Und, ja... Schmuck könnte man auch reinmachen, da hast du schon recht, ne? Aber da brauche ich dann mehr. Ich bin auch ganz unentschlossen. Bei mir ist immer ganz schlimm, wenn ich was gemacht habe, dann tue ich das tausendmal wieder umswitchen und es ist natürlich gar nicht so gut. Ach, guck mal, wenn wir gerade mal hier sind. Gott, das habe ich ja total vergessen. Ich habe ja noch was von Juli, habe ich euch aber auch mal gezeigt gehabt, ne? Gott, oh Gott, das Serum habe ich noch gar nicht. Das soll wohl brandneu sein. Ich weiß gar nicht. Habe ich schon mal von euch alle in den Läden gefunden? Ich weiß gar nicht. Das könnte man ja zum Beispiel hier vorne so draufstellen. Machen wir das mal weg. Das sieht doch schick aus hier, oder? Das Goldene passt ja auch gut zu dieser Marmorierung. Oder vielleicht die Judy-Masken. Ich habe ja davon auch noch einige. Die habe ich mir aufgehoben. Eigentlich sind die im Badezimmer. Wenn die hier drauf passen. Nee, die großen sind zu groß. Tuchmasken. Hallöchen. Die passen leider nicht. Sonst könnte man das auch so oder so. Ja, was weiß ich. Irgendwie werde ich das schon machen. Ist auch nicht schlecht, ne? So eine kleine Beauty-Bar. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen werde. Aber irgendwie werde ich es machen. Und
Ja, vielleicht kaufe ich mir auch einfach noch mal so ein paar davon. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, können wir noch ein bisschen schnattern, bevor ich jetzt wieder offline gehe. Aber dann waren wir heute gar nicht lange online. Wie gesagt, ich habe leider echt nicht so viel vom Action gekauft. Ja, weil ich finde es gab auch nicht so viel. Aber wenn unser Action ist ja, wie gesagt, neu. Also die bauen ja nie neu. Hi, Jessica. Ja, die hatten so Etageren. Ich kann jetzt leider nichts hier einblenden. Die hatten so geile Etageren. Und ich war zu geizig, um 8 Euro dafür auszugeben. Aber ich finde das so schön. Das könnte ich mir ja auch gut vorstellen. Hier zum Beispiel oder da so eine Etagere, wo du so dein Make-up aufbewahrst. Richtig, richtig schön. Vielleicht hole ich mir da noch eine. Die werdet ihr auf jeden Fall safe sehen. Und wenn ich dann endlich mal den Schminktisch irgendwie umgestaltet habe, das liegt halt immer am Geld. Ne? Das kostet alles Geld. Und ja, wie gesagt, ich will nicht so viel Kohle jetzt auf einmal dafür ausgeben. Was habe ich jetzt davor gesagt? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ihr Lieben, ich muss mal gerade den Chat wieder aufmachen. Das ist echt blöd hier, ne? Mit dem Chat. Das nervt mich, weil das wackelt immer. Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt noch hier weiter live sein sollen oder nicht. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob wir noch ein bisschen plaudern wollen oder nicht. Oder vielleicht gehe ich auch auf Instagram nochmal live. Da freuen sich die anderen auch mal ein bisschen. Und ich würde sagen, ja, der nächste Action Haul kommt auf jeden Fall sehr bald. Und da wird vielleicht die Etagere mit dabei sein. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch und habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und würde sagen, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ich switche mal zu Instagram und ja, da werden wir einfach so ein bisschen plaudern und würde sagen, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Ach ja, wirst schon eine Lösung finden, neues immer besser. Ja, deswegen, mal schauen, wie ich das alles so mache. Also Lieben, macht's gut. Ich habe vergessen, wie man hier rausgeht. Oh Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Ciao.